Oh, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein neues Video und zwar sind wir heute im VR-Universum angekommen. Und ich habe mir hier gerade schon das Tutorial reingezogen, beziehungsweise mein Bruder ist mit am Start. Der hat mir da ein bisschen gezeigt, wie das alles funktioniert. Und ist mega cool. Also mein erster Eindruck ist echt fett auf jeden Fall. Ich suche gerade das Game, was wir jetzt mal anzocken wollen. Bin ich hier richtig? Bin ich noch in der Bibliothek? Roborecall? Nochmal spielen, so. Das ist ein Game, beziehungsweise muss man halt eben gegen Roboter kämpfen. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht wirklich. Wir werden hier gleich das Tutorial mal zusammen durchspielen. Ich sehe mein Handy gerade nicht, das schickt mich etwas. Und dass ihr auch mal seht, quasi, wie das alles so läuft. Wir haben jetzt hier die Oculus Rift Brille, stimmt das? Ja. Genau, die haben wir uns jetzt geholt. Mit den Touch-Controllern. Touch-Controllern. Und haben gedacht, komm, wir machen jetzt hier mal direkt ein paar Videos dazu oder irgendwie was. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie mal ein Feedback von hören wollt, wie man das anschließt und wie das alles funktioniert. Oder was wir generell davon halten. Ja. Also erster Eindruck war von mir auf jeden Fall echt gut. Ich bin mit relativ wenig, Erwartungen rangegangen, hab gedacht, okay, das wird ziemlich beschissen laufen. Aber es ist echt ziemlich cool. Es ist echt beeindruckend, wie man hier einfach so rumgucken kann. Ich habe hier keine Hände, okay? Die sind cool. Robo Ready Stickman. Ich vertraue ihnen. Es gibt nichts zu befürchten. Die Meldungen, dass unsere neuen kleinen Konten von keiner angesehenen Quelle bestätigt werden. Hey, ich bin kommt die Drohne. Die Teilen scheinen Eigentümer zu zerstören. Aber es ist genauso gut möglich, dass sie eines unserer vielen Stadtsanierungsprogramme ausführen. Sie laufen aber ziemlich sicher nicht auf. Ich möchte haben. Boah, das sind immer mehr. Also fast gänzlich in Sicherheit. Wir okay. Sogar unseren Ruf aus. Mach mal einen Schritt nach links. Das war's auch schon. Ja, genau. Oh, einen Moment. Unbestätigten Quellen zufolge sollen sich die Fehler auch in anderen Teilen der Stadt auf Tal 9 ausgebreitet haben. Das ist ja krass. Guck mal, jetzt stehen die da hinter mir rum und. Bis die Robo Ready Corporation die ganze Situation unter Kontrolle hat, müssen sie einfach. Hi. Okay. Was war das jetzt? Die haben jetzt irgendein Virus oder irgendwas in seinem Sack und. Willkommen, Agent 34 und Glückwunsch zur Beförderung zum Robo-Ready-Rückrufspezialisten. Ah, Hände. Ich heiße Dolores und bin deine Vertreterin für künstliche Intelligenz. Ich will dir dabei helfen, dass du bei Robo-Ready neue Höhen erklimmst. Willkommen in deinem hochmodernen Robo-Ready-Arbeitszimmer. Lass uns loslegen. Bewege den Stick nach vorne, um den Teleporter zu aktivieren. Richte den Strahl auf die Position vor dir. Lass jetzt den Stick zum Teleportieren los. Gut gemacht, Agent. Du okay. Kannst beim Teleportieren auch deine Blickrichtung ändern. Neige und halte den Stick wie zuvor, um den Strahl... Dreh jetzt den Stick, um deine Blickrichtung zu ändern. Lass den Stick los, sobald du die richtige Blickrichtung erreicht hast. Drehe beim Teleportieren den Stick, um deine Blickrichtung festzulegen. Sieh dir dieses zurückgerufene Produkt an. Du kannst es an dem weißen Ring greifen und hochheben. Versuche es. Beachte, dass das Produkt mehrere weiße Ringe besitzt. Alles, was mehrere weiße Ringe hat, lässt sich zerreißen. Greife einen zweiten weißen Ring und probiere es aus. Mach den Robot. Okay. Ach du Scheiße. Arbeit. Halte immer nach mehreren weißen Ringen Ausschau, wenn du etwas festhältst. Als nächstes kannst du dich im Büro herumteleportieren und dir all die hochmodernen Roboressourcen ansehen, die dir zur Verfügung stehen. Na los, probier's mal. Ist irgendwo eine Mülltonne? Ich glaube, du musst eine stillen, Stromstöße oder Mordlust,
kommen unsere Ready-Rückrufspezialisten zum Einsatz. Also du. Nein, ich meine, da liegt an der Treppe. Was? Wenn du vor der Treppe stehst, rechte Seite. Einfach den Stick, bis sich das Punkt befindet. Und lass dann los. Willkommen beim Waffentraining. Und nun eine kleine Zielübung. Wir teleportieren Pistolen in die Holster an deiner Hüfte. Aha. Sieh nach unten und staune. Jedes Mal, wenn du eine Pistole ziehst, erhält das Versorgungsteam eine Anforderung. Es teleportiert so schnell wie möglich neue Pistolen zu dir. Also überprüfe regelmäßig deinen Holster. Jetzt bist du bewaffnet. Drücke einfach den Abzug, um zu schießen. Boah, das sieht so geil aus, ohne Scheiß. Holy shit. Ah, du musst so richtig mit Kimme und Korn. Wollte ich gerade sagen, schöne mit Kimme und Korn. Agent 34, wir erhalten Berichte über einen Gefahrenherd in der Stadt, wo mehrere Robo-Ready-Produkte außer Kontrolle geraten sind. Beachte bitte, dass Produktdefekte immer auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind. Robo-Ready trägt keine Verantwortung. Es wird Zeit, deine Rückruffähigkeiten in der Praxis zu testen. Du wirst teleportiert. Okay. Das war's jetzt, oder was? Nur kurz so gelernt, wie ich schieße, und jetzt muss ich direkt raus, oder was? Okay. Robo Recall. Willkommen im Stadtzentrum, Agent 34. Robo Ready möchte, dass du die defekten Produkte untersuchst. Boah, sieht das ja aber geil aus, hä? Pass auf, Agent, da kommt was. Ayo! Ich hab gedacht, es geht hier locker los jetzt. Deine Leistung anhand deiner Punktzahl, die du hier siehst. Das ist dein Multiplikator. Sammle Chips, um deinen Multiplikator zu erhöhen und deine Punktzahl deutlich zu steigern. Okay. Reicht jetzt wieder rein? Defekte Produkte. Schieß sie ab, Agent 34. Schieß sie ab. Oh, shit! Beweg dich durch die Gasse. Fuck, Alter. Okay. Shit, Alter. Agent, mehr Krabbler. Krabbler. Oh Gott. Wo ist meine Waffe? Holy fucking shit, Alter. Kämpfe dich durch diese Gasse. Hä? Achso, ich muss jetzt laufen, gell? Holy shit. Wir sind für Sie da. Ah, es geht. Okay, double. Wie geil ist das? Das war ein sauberer Rückruf. Beweg dich weiter durch die Gasse. Locker. Wo kommt immer dieses Gerät her? Dieses Geräusch? Ach, sieht das geil aus? Was ist das eigentlich von Auto? Du kannst Kugeln greifen und werfen. Kugeln, was? Was für Kugeln? Ach, der schießt auf. Oh, what the fuck, Alter? Muss ich jetzt ausweichen, oder was? Nein. Was ist los, Alter? Ach so, ich kann nicht zurückwerfen. Holy shit! Ja. Oh, fuck, man! Was liegt hier? Ach so. Was braucht man? Moment. Wo muss ich hin?
schon richtig strange auf jeden Fall. Mal sehen. Agent, wir teleportieren Waffen in deine Rückenholster. Greif über deine Schultern und nimm deine neuen Schrotgewehre. Oh, okay. Dieses Gebiet muss gesichert werden. Okay, komplex. Multiplikator, okay. Ich muss darüber. Holy crap, Alter. Hey, Kumpel, ich bin Philipp und ich bin hier, um mich in deine Umgebung zu integrieren. Ja? Agent 34, empfängst du Übertragungen von einer KI namens Philipp? Ja. Bitte ignoriere alles, was diese KI sagt. Warum? Es ist ein älteres, fehlerhaftes Modell. Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Sie ist hingerissen von mir. Will es verstecken, aber ich merke das. Wo kommt denn die Wand? Die hat eine große Ansammlung aggressiver Roboter an diesem Gefahrenherd festgestellt. Das ist deine Chance. Zeig, was du kannst und ruf sie zu. Das wäre geil. Ja, wo sind sie? Ach so, okay. Okay. Oh yeah. Hashtag stolpert. Du solltest schnell weiter. Dann futtert das alle drüber. Holy fucking shit, Alter. Vermeiden, wiederverwenden, recyceln. Du solltest jetzt weiter, Agent 34. Wo muss ich denn hin? Holy shit! Holy fucking shit! Fuck! Agent 34, bleib in Bewegung! Ja, ich kann jetzt doch nicht noch laufen! 10 Sekunden! Wird heruntergefahren! 5, 4, 3, 2, 1! Toller Rückruf, Agent 34! Puh! Das reicht! Ja, hau ab! Bock oder was? Begib dich zur nächsten Position. Okay. Aber nicht zulässig, ne? Haben die kommt jetzt nochmal was? Holy! Ich glaub nicht, dass du dafür jetzt schon bereit bist. Alter. Okay. Puh. Shit. Total gut, oder was? 151.060. Ja, wahrscheinlich, weil du davor abgegangen bist. Level 1. Boah, ist das anstrengend. Okay, war fett auf jeden Fall. Ich glaube, das erste Video wird es mal reichen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr Fragen dazu habt. Und gebt natürlich einen fetten Daumen hoch, wenn ihr mehr VR sehen wollt. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.